Herzlich willkommen, hier ist eine weitere Folge auf dem Marsch. Ja, wir sind voll bei der Ernte. Gerste auf dem neu gekauften Feld, deswegen noch nicht gepflügt. Ja, hier haben wir Hochsommer, das heißt, wir müssen ran an die Arbeit. Ne? Das heißt, wir nehmen gleich mal einen der Fahrer und entladen mal den Drescher. Der ist gerade voll. Und dann werden wir mal gleich den nächsten so einstellen. Na, Ballenpresse noch nicht, das war früh. Ich glaube, die waren alle voll. Gut, dann werden wir den mal wegfahren lassen. Ne? Und zwar war das hier in diesem Modus. Der zweite war irgendwo hier. Ne, war hier nicht. Ah, da. Der war im Rückweg. Hier links in meinem Hopfen, ne? Das Bier und hier ist die Gerste für den späten Herbst. Ne? Wir können ein bisschen Etappen ernten. Das heißt, wir werden jetzt einen zweiten Drescher nehmen, einen roten. Den können wir gleich mal da hinten nehmen. Das steht hier sowieso rum. Dann fahren wir über den Hof und werden. Der hat Weizen drin, aber das ist gut. Dann machen wir vor leer. Wir fahren jetzt gleich zum Hof, machen den leer und dann werden wir gleich Reparatur dafür. Lassen wir den Fahrer mal abbiegen. Jo, wir machen heute, also ich mache heute die 7 Folgen fertig für ab Montag. Ich wünsche alle einen schönen Pfingstmontag. Sonntag wieder vergessen. Cool. Sonntag habe ich nicht dran gedacht, sicherlich. Und so weit voraus denke ich meistens nicht. Ja, wie gesagt, Hopfen, sobald der Hopfen geerntet werden kann, die Brauerei wieder in Betrieb gehen. Mal sehen, ob wir ein bisschen Gerste und Weizen gleich hinfahren lassen. Oder machen wir selber. Muss ja noch einen Kurs hinfahren. Also hier sind große Dürre schön zu sehen. Kann man nichts ändern, ne? Ist halt so. Ne? Also Regen ist bei der Ernte jetzt so nicht günstig, aber wäre eigentlich zu spät. Ne? Haben wir 13, dürften die Kühe versorgt sein, mal kurz Kontrolle machen. Das passt futtermäßig. Da könnten wir was tun. Da geht's auch. Also mit einem Stall müssten wir was geben. Ich glaube das. Tages. Hey, da ist ja schon einer da. Wir fahren mal hin. Beziehungsweise werden wir kurz Reparatur durchführen. Damit wir da mit einem heilen Drescher ankommen. Ne? Schauen wir mal, ob beides reinkriegen in den Trigger hier. Also in den Bereich. So. Mit keinem kaputten Fahrzeug hinfahren, ne? Das heißt, hier einfach mal so ein Fahrzeug in der Mitte mit einsteigen lassen. Ohne Probleme. Mal gucken, wie das macht, ne? Sind ja schon näher. Ach, je. Wollte ich einmal schauen, wie es geht. Wir fahren Richtung Feldmoro 54. Wenn mir nicht alles täuscht, müssen wir hier. Also, ich muss hier jetzt rechts abbiegen, ne? Richtung Straße und dann nachher irgendwie geradeaus. Also, links, jetzt links und dann wieder links und dann rechts irgendwo vom Feld 16.
Na, wird schon leer, aber das klappt schon mal ganz gut. Mal sehen, wie man im zweiten Fahrzeug klarkommt. Ich will hier ganz kurz ändern, und zwar auf Feld. Das ist Feld Nummer 54. Stellen wir hier so ein. 54. Damit der Abfahrer weiß, wo er hinfahren muss, ne? Irgend so eine Brücke soll die Kollision ein bisschen weg sein, also der Innenpfosten. Aber darauf verlassen wir uns jetzt mal nicht, ne? Oder fährt zu langsam, wenn wir mit dem Gas geben. Da. Ist besser, wir fahren voraus. Schauen wir heute die Gerste abgeerntet bekommen. Vielleicht wird man auch hopfenreif. Können wir auch schon mal ein bisschen vorbereiten. Feld 1 zum Beispiel können wir schon mal einen Drescher hinstellen mit Maisgebiss. Wenn wir von hier rauf fahren, und vorne lassen wir den Autoreifahrer aufs Feld fahren, ne? Wenn wir gleich einen Kurs kopieren. Ah, da gepackt. Ich dachte, da fällt die verkehrte Spur, aber egal. So, okay, kopieren wir Kurs, das heißt einfinden, mähen nicht, Spaten auch nicht, Ernte, Spaten, das muss ein Erntefeld 54, ja, das passt genau. So, da wir hier nicht im Verband arbeiten, werden wir jetzt entsprechend einen Kurs in der Mitte nehmen, ne? Hier ist ein Hund, der bellt immer so. Den haben wir in Thüringen auch. So. Klappen wir gleich rein. Und dann schauen wir mal. Vorne ist ja der Arbeitskollege im Gang. Ne? Können wir gleich mal die Ecken mitnehmen hier. Mal hier in der Ecke sind. Ne? Ich habe auch nicht neue Version genommen, weil ich einen Outdrive auch noch umstellen müsste. Das werde ich nach der Aufnahme oder morgen machen. Mal sehen. So, ungefähr in der Mitte. Und zwar ab hier würde ich mal nehmen. Das heißt, passender Wegpunkt passt. Feldmodus. Das lassen wir so. So. Später wollen wir wieder Stroh pressen, deswegen müssen wir einen Kurs fahren. Ne? So. Das läuft schon mal. Also. Geht's. Zurück die Schweine füttern. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zurück. Bevor ich das vergesse, ne? Dazu brauche ich richtige Fahrzeug. Das heißt mit Anhänger. Anhänger haben wir gleich hier. Der gelbe passt nicht rein. Also in die Ballen pressen. Auch einen roten Anhänger. Ich glaube, bei den Schweinen stand glaube ich sogar ein. Bin mir nicht ganz sicher, welcher Stall ist mit den Schweinen, mit dem Futter. Aber hier müssen wir erst putzen. Und die abkippen. Aussteigen.
Also unser Fahrzeug hier steht zum Reinigen. Komm. Ach so, wir haben ein bisschen. Machen wir Außenansicht. Ich will ja im Prinzip den Stall hier auch wegreißen, auf längerer Sicht. Und zwei von der Sorte auf dem Feld, auf der Fläche machen wir jetzt frei, die an der Stelle sind, damit ich nicht immer hin und her fahren muss. Dann habe ich zwei Ställe zu machen. Mit Füll- und Ausmisten. Wenn ich den richtigen Stall genommen habe, dann kann ich gleich sagen, okay, wir sind fertig. So. Ja. Was ist? Ja, das war der Stall. Okay. Macht aber nichts, dann fahren wir gleich rüber. Faktor 5, muss er gewartet werden? Nö. Ja, Gras mähen müsste ich auch noch. Oder ich lasse es stehen für später. Gucken wir ganz kurz. Und zwar Gras. Reifegradus. Reifengrad, wie wissen. Ja, das könnte man ernten. 23 könnten wir auch ernten. Aber wir machen immer Weizen fertig. Aber wir werden es anfangen, also für Heu. Unsere Problemschweine mal versorgen, damit die über Nacht nicht verhungern. Ne? Ich meine, der Schlaf wird eh kurz. Und hier gucken wir auf die Uhr, 13:47, das wird heute eh nichts, aber denken wir heute nicht mit überschweren. Sondern wir werden durchziehen bis zum Ende, ne? So viel wie möglich Ernte einfahren. Und sobald hier alle Schweine schlachtreif sind, muss müssen die Ställe verkauft werden. Vorher verkaufe ich die nicht. Ja, das könnte gewesen sein. Also werde ich gleich den nächsten auffüttern, das ist erledigt. Gut. Schweine sind versorgt. Für die erste. Mal gucken, wie alt die schon sind, die verkaufswürdig sind. So, na, noch nicht. Das ist knapp 80 Kilo und da sind sie 33. Ja, die brauchen noch bis zum Herbst. Hier müssen einige umgestaltet werden nachher. Milchhof. Das sind meine Kälber. Und stattliche Tiere dabei. Aber das dauert noch ein bisschen, ne? Also und hier haben wir unsere Kühe. Auch wieder Kälber dabei. Ja, schön. Die Rinderzucht, ne? Also wie sie gehört. Du hast eine Kuh,
wer keine Samen hat und Bullen. Ja, und dann haben wir eine Kälber, ne? Natürlich müssen sie gefüttert werden, ne? Also bis zum Bulle schlachtreif ist, das dauert ungefähr reell 2 Jahre, kann man rechnen. Einige mögen ja auch Kalbsfleisch, da wird ein bisschen früher fertig. So, hier auch noch Wasser geben. Dann geben wir die auch gleich Wasser. Da. Wo nehmen wir diese Eisenbahn? Ach, hier unser Mist. Der voll. Der ist voll. Eine Lampe, was soll's oben? Komm nicht hoch. Oh, unser Stroh, ja, schön Stroh. Haben wir drin? 1.440.000. Und Heu? Apropos Heu. Die Ernte scheint zu laufen. Wenn wir gleich loslegen und mit Gras mähen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für die heutige Folge schon gewesen sein. Die Zeit rast ja wieder mal, ne? Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge wieder. Dann mähen wir mit mal Gras, ne? Tschüss.